Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Beim letzten Mal haben wir einiges gemacht. So, wir müssen jetzt hier runterspringen. Das weiß ich noch. Brrr. So. Oh Gott. Phantom Ganon. Bin ich verkehrt, oder? Ja. Okay. Wir müssen jetzt hier den Weg rausfinden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Wenn wir Phantom Ganon besiegt haben, in welche Richtung sein Schwert zeigt? Oder wie war das? Ich bin mir da unsicher. Lass uns erstmal Phantom Ganon. Ich glaube, es war jetzt hier geradeaus. Hier Phantom Ganon. Wir gucken erstmal. Vielleicht gibt es mir irgendeinen Hinweis. Das wäre auf jeden Fall ganz super. Okay, du Arschloch. Den da? Oh lol, okay, also immer in die Richtung, in der sein Schwert zeigt. Alles klar. Ja, wenn wir es natürlich auswendig können, ist natürlich am einfachsten, aber so, ne? Oh Gott. Was machst du? Oh, jetzt schreibt man auf Twitch. Auf Steam. Maeve, nicht auf Steam schreiben. Ich nehme gerade Wind Waker auf. Oh, scheiße, aber ich... Na gut, ich habe immer noch Feen. Der ist es. Alles klar. Ja gut, das ist dann eigentlich noch recht einfach. Ist halt echt recht einfach. So, welchen fährst du jetzt? Der hier? Alles klar. Das ist ein recht einfaches Rätsel. Komm schon. Oh, jetzt was passiert jetzt? Ah, jetzt willst du mit Tennis spielen? Nice. Okay. Wie groß diese Räume auch einfach sind, ne? Oder wie lang dieses Labyrinth einfach geht. Das ist der Wahnsinn. Oh nein! Der da hinten? Okay. War es das jetzt bitte der letzte? Natürlich kommen noch 70 Triaden mehr. Wie viele Feen habe ich noch? Na gut, ich kann jetzt noch nach oben gehen. Und wenn wir wieder neue Feen holen. Wenn ich das. Na gut, das ist ja hier einfach jetzt. Das habe ich lieber als das andere, weil bei anderen treffe ich irgendwie nie alle gleichzeitig. Und dann trifft mich immer einer und nimmt mich Schaden. Ich meine, das ist ja Pisse. Oh, der. Okay, alles klar. Ah, wir sind da. Ist immer noch ein großer Fight, oder? Okay, Phantom Ganon. Muss ich ihn wahrscheinlich hier noch einmal normal besiegen, wa? Gott, geh doch einfach sterben. Du Sau. Dankeschön. Ach, sag bloß. Huh? Ach, jetzt kriege ich, glaube ich, noch die Pfeile, ne? Diese Lichtpfeile. Bin ich der Meinung. Also, glaube ich zumindest. Lichtpfeile erhalten. Du hast die Lichtpfeile gefunden. Ah, okay, nicht erhalten, gefunden. Lediglich gefunden. Du kannst durch Drücken von ZR zu ihnen umschalten. Ja gut, das wissen wir ja. Eben Maeve schreiben, bevor wir jetzt nochmal schreiben. Nehmen gerade auf. Bevor wir jetzt nochmal sagst, ey, was machst du denn jetzt genau? Was machst du denn jetzt? Ja, Maeve, falls du das hier siehst. Arsch. Arschi Arsch. Oha, als ob hier nochmal. Als ob hier einfach nochmal. Du Assi.
Okay, Pfeil. So, okay, mit dem Lichtpfeil. Macht Sinn. Das macht Sinn. Okay. Sonst wird es hier noch eben einmal mich wieder auffallen. Gut, wir haben noch zwei Feen. Vielleicht kriegen wir da noch eine Fee oben. Kriegen wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch. Wieder komplett aufrüsten. Ich weiß gar nicht, was ist. Ich glaube, es kommen echt nur noch die Bosse, die beiden, oder? Ich bin gerade nicht ganz sicher. So. Schlagen. Damit muss ich, glaube ich, draufhauen, genau. So. Ja, genau, es kommen nur noch die Bosse. Pfeile. Magie. Ja, nur noch dieser lange Raum oder oben ist dann die Boss-Tür. Und dann geht's los. Alter, der zweite Boss ist aber auch. Der erste Boss, ne? Der zuerst kommt, der ist ekliger als der Endboss. Der Vor-Endboss. Nennt man das sowas? Nennt man das so der Vor-Endboss? Sagt man das so? Okay, du roter Ritter. Mögest du verrecken? Muss euch eh alle besiegen. Bevor ich da oben durch kann. Früher bin ich einfach mal einmal durchgerannt. Und so, lalalala, wird schon nicht passieren. Ach, glaube ich einfach dran vorbei. Ist nicht so. Du musst alle besiegen, um da oben durchzukommen. Hab ich dich. Da bist du immer noch nicht tot. Hab ich dich? Okay. Keine Fee? Schade. Eine Fee hätte ich jetzt gerne noch genommen. Hallo, mein Schatz. Ich hasse dich. Bist die einzige Fee. Oh, jetzt brenne ich. This Link is on fire. Oder so ähnlich. Irgendwo eine Fee noch? Nix? Aber du hast noch ein Herz für mich, oder? Hast du einen... Als ob das da oben jetzt so hängt. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ihr verarscht mich gerade, Herzen, oder? Alter. Was für Trollherzen. Oh, noch zwei rote Ritter. Come at me, bro. Ja, 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 ja. Muss ich euch halt voneinander irgendwie auch trennen, ne? Ah, Schisse, Mannesel. Ah, fuck. Ja, gegen zwei Stück ist immer eklig. Oh nein, wollte ich jetzt gar nicht. Ich brauch zwei Feen. Oha, das ist schon Fee Nummer 1. Hab ich. Puh, joi. Sehr schön. Jetzt bloß mit der Fee wieder weg. Bevor die mir jetzt nachher noch irgendwas... Arschloch. Noch eine Fee hier irgendwo? Wie gesagt, jetzt geht die Tür auch auf. Oder noch eine Fee. Ein Herz erstmal. Sehr schön. Ist da vielleicht noch eine Fee drin? Dann habe ich wieder alles voll. Nicht? Schade. Hätte ja sein können. Mein jetzt. Wollen wir noch eine Fee oder wollen wir noch keine Fee mehr? Ich weiß zumindest, dass der Boss eklig ist. Ich mache jetzt einen lame Move. Ich mache jetzt lame. Ich bin jetzt lame. Oder? Mach ich das? Ah! Ja, ich brauche die Fee. Ich brauche definitiv die Fee bei dem Mistvieh. Der Boss ist echt eklig. Der hat vor allem so viele Formen. Nee. Das mache ich nicht ohne drei Feen. Auf gar keinen Fall. Drei Feen plus, ne? Plus Omas Suppe. So traue ich mich da hoch. Anders traue ich mich da nicht hoch. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Dafür ist mir der Boss, der jetzt kommt, zu eklig. Der Endboss, also Ganon selber, ist nicht so schwierig. Den kriege ich hin, ne? Aber jetzt er... Der jetzt kommt... Nee.
Lassen wir das mal sehen. Das lassen wir. Das lassen wir sein. So war die Fee, ne? Hier, ne? Gut, jetzt lass mir das nicht verkacken. Nice. Gut, meine lieben Freunde der Sonne. Ich würde aber sagen, den Endboss, ich glaube, also, ne, wenn ich jetzt den Boss schnell schaffe, wäre das schon der nächste Part, der letzte Part. Meine lieben Freunde der Sonne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das auf jeden Fall eine positive Wende hat, würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei The Legend of Zelda The Wind Waker. Bis dahin. Tschö und tschö.